Da sind wir auch mal wieder. Ich bin auch eben zum nächsten Speicherpunkt gerannt. Offscreen. Vielleicht sollte ich ja auch nicht so offen lang rennen. Können wir keinen mehr von bauen. Überraschermacher auch nicht, aber davon hätten wir einen. MP-Biene können wir auch nicht bauen. Medikit erst recht nicht. Was ist das denn hier? Wir können gar nichts machen, quasi. Also uns voll Angst in die Hose. Piepsen. Ach, der da vorne piept. Na gut. Da will ich... Ich gehe hier erstmal rein, oder? Da ist ein PC, aber ansonsten auch nichts, oder? Eine Neuverkabelung, warte mal. Ja, toll. Bringt uns überhaupt nichts. Wenn wir jetzt hier am Terminal zugreifen, kommt der bestimmt. Mache ich jetzt besser erst nicht. Egal, was ich damit machen könnte. Würde ich jetzt einfach nicht machen. Ganz langsam. Ja, ganz langsam. Ist ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Du bleibst da stehen, Kumpel. Wir haben einen Pakt geschlossen, du bleibst da stehen. Renn! Nein! Der hat uns gesehen. Der hat uns gesehen. Aber wir können uns hier durch den Lüftungsschacht verdünnisieren. Wenn sie denn da reingehen würde. Gut. Naja, Aufnahme sofort wieder angespannt hier. Ist aber auch ein gemeines Spiel. Ach, hier ist ein Knick, okay. Ich wollte schon sagen, wo gehen wir denn jetzt lang? Hä? Hier ist du? Da hast du? Da lang? Ah, hier geht's weiter. Tja. Okay. Da vorne steht direkt einer. Ja, Sevastopol-Station, irgendwas eingegliedert. Keine Ahnung. Aber wie es sich anhört, steht er genau wie vor der Tür. Aber wir haben ihn jetzt nicht mehr auf dem Schirm, oder? Einfach mal aufmachen. Und wenn, wir können uns ja immer noch zurück... da ist die Hand ein bisschen verbuggt. Ja, okay. Jetzt sind wir hier. Können hier durch und da vorne weiter. Ach so, nee, da ist auch so eine Tür wie hier. Hier war doch auch gerade so ein Ding, oder nicht? Ich glaube, das haben wir gerade weggemacht. Weiß es nicht. Nee, da vorne ist genau so eine Tür. Okay, wir missbrauchen es jetzt erst gar nicht versuchen. Scheiße. Ich brauche so einen komischen Ionenschneider auf jeden Fall. Gucken wir hier nochmal drauf. Hier ist nichts soweit. Gut. Freut mich. Letzte Runde war ja ein bisschen schneller. Wollte ich heute mal wieder ein bisschen langsamer angehen. Hallo. Umdrehen. Scheiße! Er hat uns gesehen. Piss dich! Piss dich, piss dich, piss dich. E drücken. Mittlerweile können wir das, ja? Tschüss. La 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 la. Da 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 da. Da da da. Rezeption. Wo sind wir hier? Wir laufen richtig. Das ist doch schon mal schön. Ich sag, guck mal, also. Läuft doch am besten doch. Einfach durchrennen.
Wieso mache ich das nicht schon die ganze Zeit so? Ciao! Eigentlich? Läuft eigentlich souverän? Wenn wir da kurz vorbeirennen? Die Androidis? Oder, Androiden? Weiß? Nee. Die Druiden? Sind ja nicht so schnell wie das Alien, wollte ich es gerade sagen. Wie es sich anhört. Hab ich's genau jetzt mit eben dem zu tun, mit dem lieben Alien. Was gehört? Oben rechts. Also, nee, ihr hört das ja, glaube ich, gar nicht in Surround. Oh, mein Leben ist auch so gut wie tot. Hä? Was sag ich denn da? Mein Leben ist so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot, wollte ich sagen. Lars, irgendwas Spannendes in der Lobby, aber wir müssen hier vorne hin. Alien? Lass uns in Ruhe. Ich habe meinen Pieper, der weiß alles. Suchen. Ja, gut. Wow, spannend. Ein paar Sensor. Ausweiskarte. Abspielen. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren... Da ist es im Lüftungsschacht. Das Alien. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Es läuft gerade... Das Scheißding läuft gerade irgendwo durch die Decke. Und solange es hinter uns ist, ist alles gut. Solange es hinter uns ist, ist alles gut. Alles ist gut. Renn! Ich hab keinen Bock mehr. Speichern, 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 speichern. Speichern. Da. Gut. Okay, okay. So weit, so gut. Alles gut gelöst. Obwohl wir gerade an voll viel vorbeilaufen einfach. Wer ist? Haltestelle für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Stimmt, der komische Typ wollte uns ja eine Transitbahn rüberschicken, hat er jetzt gemacht. Also los geht's jetzt rüber. Flupp. Erstmal in den Ladescreen. Oh, das ist spannend. Oh, da. Ist doch. Erstmal speichern in meiner Fresse. Ja, los. Auf. 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 Coole Musik. Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Sixon Synthetics. Wer bist du? Ripley, Taylor ist hier drüben. Ach so, er gehört zu uns. Alter! Da vorne kann ich noch Ripley? Speichern. Ist das Ripley? Ist mir egal, ich speichere erstmal. Ist mir egal, wer ich bin. Wie geht es ihr? Sie muss fast. Krankenstation. Aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Jo. Das gibt erstmal voll den fetten Sound, wenn die Transitsysteme abgeschaltet werden. Voll geil. Yo, always in there. Ja, ja gut. Gut, da lang. Dort lang. Alles klar, wir sehen uns. Ich hole Medizin, du wartest da. Toller Plan. Komm doch mit, Alter. Oder lauf selber, ich kann... Durchhalten, Taylor. Ripley sucht nach Hilfe. Ich kann mit der Tusse viel besser. Ich komme mit der bestimmt viel besser klar. Guck mal, ich kann ihr bestimmt viel besser helfen. Ich weiß, was sie für Wehklagen hat. Hm? Du weißt doch gar nicht, wo ihr hinfasst.
Sie Rücksicht auf Ihre Mitteilung. Guck mal, du fasst auch in ihre Hand. Das ist nicht gut. Hatte ich nicht vor. Obwohl, da liegt schon ein bisschen. Mal ein bisschen Abfall hingelegt. Ein paar Tote, gut. Weit zu gut. Was ist das denn? Karte aktualisieren. Sieht nicht nach einer Karte aus. Ah, weil da irgendwas draufgeschmiert ist. Oh, okay. Ein Rollstuhl? Achso, ah. Okay, wir sind hier auch im Krankenflügel. Quasi. Krankenflügel aus Harry Potter ist mir gerade das Wort eingefallen. Ja, gut. Ja. Also der Flügel ist krank, quasi. So vor einem Vogel oder so. Deswegen Krankenflügel. Wo ich denn jetzt lang? Guck gerne auch mal auf die Karte. Hier geradeaus kommen wir gerade eh nicht, oder? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Mit dem Plasma-Schloss. Was? Geil! Oh, sieht das cool aus. Alter, sieht mega geil aus. Ja, ich will mir das gerade angucken. Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Saturn oder Jupiter? Genau, so sieht das aus. Die Stürme da drauf auch. Könnte ja Jupiter sein. Aber die Sonne da? Keine Ahnung. Naja, ist ja auch hier bestimmt ein anderes Universum. Wissen wir ja nicht. Ey, wie komme ich da denn rein? Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Ja gut, aber ich wollte eigentlich jetzt da rein. Aber, ja, gut. Dann folgen wir dir mal. Trödeln Sie nicht so rum. Ja, ich folge dir jetzt mal geheimnisvolle Stimme. Mal gucken, wer das da ist. Genau. Suchen Sie nach Terminals. Okay. So schnell kann ich gar nicht lesen, wie das wieder weggeht. Warteschnecke. Ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden. Vergessen Sie die Tür. Die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Natürlich. Wir nutzen den Lüftungsschacht. Den Lüftungsschacht. Vor allem, dass sie immer wieder zugehen. Wenn man sich kurz umdreht. Keine Sorge, ich schließe den Schacht hinter Ihnen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ist er wirklich auf unserer Seite? Wenn er den Schacht hinter uns schließt. Es sieht auch schon so dunkel aus. Und gleich das Alien vor uns auftaucht, ey. Schreiben wir die Seele aus dem Hals. Okay. Bah. Hehe. Mach das Licht auch nicht an. Ja, das ist Taschenlampenverschwendung. Einfach immer weiterlaufen. Immer weiterlaufen. Die Besuchszeiten sind von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Achso, ja. Gut, okay, dann. Ja, dann gehe ich wieder. Wenn gerade keine Besuchszeit ist, ja, dann gehe ich halt wieder. Boah! Was? Sind wir denn hier gelandet? Ich weiß es nicht. Erstmal Karte aktualisieren. Wir sind hier, können hier durch und ja, hier so oben lang quasi. Ja, ich kann mir das schnell merken. Hier ist aber auch nichts, ne? Ja. Schrank zum Verstecken. Telefon zum Speichern. Können wir gleich noch speichern? Oder? Ist kein Droide, oder? Ich bin Coolman. Ripley. Ah, Coolman. Ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichliche in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten.
Okay. Können wir danach noch speichern? Wie es aussieht, nicht. Dann werde ich hier nämlich nur kurz einen kleinen... erstmal die Aufnahme pausieren. Gleich in der nächsten Folge sofort im Anschluss weitermachen. Die ihr aber dann erst übermorgen sehen werdet. Also bleibt dabei. Ich verabschiede mich von dieser Stelle. Also von hier, von dort. Von dort nicht, da bin ich ja nicht. Aber er verabschiedet sich auch. Gut, bis dahin. Tschüss.